Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play RimWorld. Und ja, wir haben gerade eine ziemliche, Scheiße abgewendet. Und zwar der Roffel wäre mir hier fast weggenippelt und der Pascal hat auch ordentlich was abbekommen. Aber so an sich, ne, es läuft noch. Es läuft noch. Aber der Roffel wäre mir, glaube ich, wenn wir den jetzt schlechter behandelt hätten, wäre abgenippelt. Aber ist jetzt immun geworden gerade. Also alles gut. Hier sieht es soweit auch ganz gut aus. Wird alles fertig. Jetzt gerade, wenn der Khao Soi ein bisschen Zeit hat, dann wird hier alles, was Bauen angeht, sehr schnell fertig. Oh, hier, priorisier mal das Anbauen. Nö, macht er nicht. Ein Ambrosia-Hain, ein paar Drogen. Die können wir später abbauen. Essen haben wir auch mehr als genug. Das gehört auch bald der Vergangenheit an. Wobei, lass mal das hier erstmal weg. Es ist gerade noch nicht akut. Was allerdings akut ist, ist mein Holzproblem. Viel zu wenig Holz. Na, wobei da oben liegt noch ein bisschen was. Wird wahrscheinlich erstmal gehen. Essen haben wir soweit auch genug. Ja, es läuft wieder einmal sehr, sehr ordentlich. Leider kriegt er es nicht auf die Reihe, eine Sache zu Ende zu machen. Deswegen wird das sehr ungleich wachsen. Was ich nicht sehr schön finde. Ich meine, es ist wirklich ein großes Feld. Das wird auch ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen, das anzubauen bzw. abzubauen dann. Aber... Du Ishtar-Schalt. So, die Erdbeeren sind auch bald fertig. Da werden sie sich sicher freuen, weil Erdbeeren sind nämlich köstlich. Die kann man auch ungekocht ganz gut essen. Dann haben wir noch die Trumbos hier. Ja, die sind ein bisschen problematisch. Zone. Eben so ein bisschen verkleinern. Und gleich auch mal wieder ein bisschen vergrößern. Vielleicht muss ich die auch woanders hinschicken. Ich weiß nicht. Ich weiß es doch nicht. Egal, der Pascal ist auch bald wieder fit. Der hat eine zertrümmerte Nase und der tut mir so leid, ey.
Der musste ja schon so viel erleiden. So, allerdings muss ich mir mal eben kurz ein bisschen Gedanken machen um meine Stromversorgung. Das wird problematisch. Ich meine, wir haben die Solaranlagen. Die könnten wir eigentlich auch hier hinten, glaube ich, hinstellen. Nimm mal eben schnell fertig machen, damit hier nichts einstürzt. Und kann da gleich weitermachen. Hier werde ich auf jeden Fall dann noch eine Wand hinmachen. Wand aus Marmor. Naja, Kalkstein will ich eigentlich. Aber es soll mir recht sein. Dann brauchen wir noch ein kleines Medizinlager am besten. Das könnten wir eigentlich auch hier mit reinpacken. Mache ich eigentlich immer so. Das Lager hier auch so ein bisschen erweitern. Das machen wir aber dann später fertig. Kalkstein. Da wird langsam alles fertig. Das ist supi. Sehr, sehr schön. Können wir den Stahl auch hier verarbeiten? Ich hatte immer Angst, dass ich hier den ganzen Stahl nicht verarbeiten kann. Aber jetzt ist der hier gut verarbeitet. Braucht definitiv mehr. Hier bin ich am überlegen, ob ich hier auch sterile Fliesen reinmache, weil die nicht so schnell dreckig werden. Brauche ich allerdings auch wieder ein bisschen Silber für. Na hier, 600. Wobei es reicht eigentlich für die Küche noch. Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Ne, gerade kam hier so der verschmutzte Kochbereich. Ist, denke ich, nicht verkehrt, wenn wir da auch noch die sterilen Fliesen reinmachen. Und eigentlich möchte ich auch noch ein paar andere Stromkreise, nicht nur einen Stromkreis. Aber egal, lassen wir den erstmal so den ganzen Kram hier machen. Na, wobei. Lassen wir das erstmal. Das können wir später machen. Ich muss ja gerade ganz, ganz viele Aufgaben verwalten. Und vor allem darf ich ja nicht zu viel gleichzeitig machen. Weil ansonsten wird ja überhaupt nichts fertig. Den werden wir auf jeden Fall erstmal nicht forschen lassen, weil hier erstmal sehr viel zu tun ist. Sobald die Arbeit sich so ein bisschen erledigt hat, werde ich ihn dann wieder abstellen. Für andere Arbeiten, aber bis dahin
werden wir es erstmal so lassen. Also kommt er da hinten nicht mehr ran wahrscheinlich. Ja, ansonsten könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, wie sich die Kolonie so entwickelt hat. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich muss sagen, läuft alles wie am Schnürchen, so Verteidigung ist noch so ein Thema. Läuft nicht ganz so optimal, finde ich. Aber ansonsten bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Ja, fast alles fertig. Unser Gefangenenbereich ist auch schon so gut wie fertig. Da brauchen wir auch noch ein paar Kleinigkeiten. Läuft da gerade eine Leiche weg? Tatsache, der räumt hier so ein bisschen auf. Was ich allerdings nicht verstehen kann. Ach, deswegen, okay. So, das hier ist auch fast komplett fertig. Die Türen hat er jetzt auch gerade in der Mache. Ist der Raum auch fertig? Oh, super, das freut mich wirklich. Ja, nimmt jetzt alles Gestalt an. Ein Dach ist eingestürzt. Ach da. Ja, nicht schlimm. Das stört mich nicht. So, hier ist alles fertig soweit. Das triggert mich hier vorne irgendwie. Das muss man mal eben ganz schnell fertig machen, sonst... oh, das ist gerade übel. Mach das weg, ey. Ohne Witz. So, endlich. Endlich sieht das ordentlich aus hier, auch wenn da ein bisschen Dreck ist, aber mein Gott. Nicht so schlimm. Beschädigte Kleidung, auch ein Problem, was wir angehen müssen, allerdings nicht sofort. So. Ja, wobei, da müssen wir die Stromkabel auch gleich legen. Ich möchte die Solaranlagen eigentlich hier hinten irgendwo hinbauen. Beziehungsweise vielleicht auch da. Mal gucken. Oh, die Fliesen sind auch schon fertig. Sehr schön. Die Küche ist also auch um einiges sauberer jetzt. Wilder Mann betritt das Gebiet. Oh, das ist gut. Gucken wir mal eben, was der so für Fähigkeiten hat. Aufreibend, hübsch und zäh. Ja. Der klingt eigentlich ganz gut. Ein guter Allrounder. Nicht wirklich in irgendwas gut, das alles stinkt hier. Aber was für eine Chance hat er denn, mich anzugreifen? Wir können ihn auch theoretisch einfach einsperren. Geht natürlich auch. Das machen wir auch.
Ja, sind beide gut. Dann werden wir den mal eben kurz einsperren. Der hat ein Messer. 50% Chance, ihn einzusperren. Ja, und wenn das nicht klappt, dann müssen wir die vielleicht mal dahin schicken kurz. Ne, nur just in case. Jo, hat funktioniert. Sehr schön. Genau so wollen wir das. Jetzt haben wir nämlich gleich potenziell einen neuen Kameraden. I, was ist das denn? Nix. Nix kuscheln hier. So, das stinkt hier. Mal gucken, wie der so drauf ist. Tier schläft. Ja, wollen wir den gleich mal anwerben? Aber ich habe ihn schon mal eingesperrt, damit ich ihn immer zur Verfügung habe. Oh, er kann ihn zähmen. Ah, nur der Klauseol kann ihn zähmen, okay. Lass mal den ersten mal schlafen. So, genug gepennt. Sag mal. Zähmen. Klaus, ja, machen wir eben kurz zum Einser Tierpfleger. Damit er den halt anwirbt hier. Ach, jetzt macht er auch automatisch hier. Ah, sehr schön. So, ist mich die Tür hier verstopft. Da. Greift er gleich an? Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Sie werden ihren Angriff noch vorbereiten. Ich glaube, den Fehler mache ich dieses Mal nicht nochmal. Also ich werde jetzt hier das so machen. Die dann da hinstellen. Keine unmittelbare Gefahr allerdings. Zwei Treffer, kein Problem. Er ist allerdings in 16 Stunden tot. Wurde jetzt auch schon des Öfteren getroffen.
Ja, die können alle nicht zielen, ey. Na gut. So, den müssen wir mal eben beerdigen. Panther ist behandelt. Nee, noch nicht. Oh shit. Dann aber horte ich hier. Genau, alles schön gereinigt, schön versorgt hier. Den geht soweit gut. Das ist sehr schön. Gut, den haben wir auch abgewehrt. Und jetzt kann es weitergehen. Natürlich müssen wir, wie gesagt, uns langsam um Verteidigung kümmern. Aber gerade ist so die, ich sag mal, Modernisierung so ein bisschen wichtiger. So. Dann sind die schon mal soweit fertig und jetzt brauche ich mich da nicht mehr drum kümmern. Das heißt, das hier kann ich einfach so laufen lassen. Neuer Rekrut, Stinktier. Sehr schön. Es hat funktioniert. Stinktier gehört uns. Und er ist leider männlich. Das heißt, ich muss mal eben kurz gucken, wen ich da benennen kann. Ich weiß, dass sich jemand da was gewünscht hatte. Ich muss eben kurz den Namen raussuchen nebenbei, ja. Das mache ich mal eben kurz am Handy hier nebenbei. Und wir müssen ihm mal eben kurz ein bisschen was zuteilen. Also erstmal die ganz wichtigen Sachen. Er ist auch ein guter Arzt übrigens. Ein ziemlich guter Arzt sogar. Das ist sehr, sehr gut. Ich würde sagen, dass er viel reinigt. Viel reinigen, viel tragen und die anderen Sachen, da sind halt schon viele, ja, Sachen. Oder viele Leute machen die anderen Sachen schon. Das heißt, ne, Waldarbeit und Feldarbeit könnte vielleicht noch wichtig sein. Aber Putzen auf jeden Fall ganz wichtig. Wir brauchen auf jeden Fall einen, der hier viel sauber macht. Weil hier ist immer alles total dreckig. Und das finden die auf jeden Fall nicht so toll, die Kolonisten. Wenn hier ständig alles schmutzig ist. So. Da, 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 da. Und dann werden wir hier langsam mal alles ein bisschen aufhübschen. Also ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen um das Aussehen der Kolonie kümmern. Und dann um den Rest vorbei. Verteidigung ist jetzt eigentlich wichtiger. Und jetzt mal eben kurz gucken hier. Wo war das denn? Genau. Eben kurz hier die Kommentare aufmachen. Und zwar werden hier noch kommentiert. Den Pascal, den haben wir schon. Den Philipp. Der Philipp. Den haben wir noch. Der Philipp. Mit einem L, oder? Genau. So.
und Double Pay. Hoffentlich richtig. Ich guck doch mal nachher, hab's schon wieder zugemacht. Aber ich denke schon, ja. So, hier wird auch gerade alles fertig. Sehr, sehr schön. Müssen wir hier noch diverse Sachen wegtragen. So viele Steine, die ja weggetragen werden müssen. Das ist nicht schön. Dauert lange. Und vor allem so viele Steine hier. Muss halt auch fertig gemacht werden, ne? So, ansonsten, wir haben da alles fertig. Besucher kommen jetzt auch gerade. Genau, der Philipp mit Doppel-B hier. Genau, alles gut. Alles richtig. Und warum ist hier ein Kasua? Das gefällt mir überhaupt nicht. Das sind wieder so diese Momente, wo die durchdrehen können. Das sind wieder diese Viecher, die dann durchdrehen können und die gefährlich werden. Das ist gar nicht schön. Oh, seht ihr, wie er hier aufräumt? Wie sauber es hier plötzlich ist. Wie schön das auf einmal hier aussieht. Nicht mehr so ranzig. Geht auch richtig schnell hier. Ja, super. Super, super. Frame Tiger, der kann man eben kurz hier mit dem handeln. Ich will mal wissen, ob der irgendwas da anzubieten hat, was gut ist. Überlebensrationen, Bauteile. Bauteile habe ich genug gerade. Nee. Nicht interessant. Ist erstmal so der, ne? Ach, ist sogar exzellent. Okay, exzellent geht also. Das ist mal so der. Ach, scheiße. Schon wieder ein Angriff. Oh nein, zwei Bogentypen. Und ich habe einfach keine guten Fernkampfwaffen gerade. Egal, nimm den Claudius dann hier. Gut, wir müssen uns eben vorbereiten. Ich meine, denen geht's nicht so gut, aber... Starten Sie Ihren Angriff. Okay. Wir haben es geschafft. Ist auch relativ gut gelaufen. Also das war wirklich eine solide Arbeit. Das war sehr solide. Gleich mal die Leichen wegbringen, damit das hier gar nicht erst anfängt zu rotten.
Klausoi hat ein bisschen was abbekommen, aber nur eine Prellung, also nichts Ordentliches hier, ne? Allen geht's gut. Keiner hat wirklich was abbekommen. Das ist gut. Und wir haben Jade bekommen. Jade ist auch sehr, sehr toll. Da kann man schöne Statuen mitmachen. Ist aber, glaube ich, sehr, sehr schwierig, daraus welche anzufertigen. Ja, haben auch schon ein bisschen Jade hier. So, und da haben wir hier auch die... Oh, hier, Wolle. Alpaka-Wolle. Ich sag ja, die produzieren irgendwas. So, Delle. Und er wohnt jetzt erstmal hier unten. Der wird dann das andere Zimmer kriegen, sobald es fertig ist. Und ich würde sagen, dass wir Philipp auch als Künstler abstellen. Kann der ein bisschen Kunst machen? Ah, du bist nicht sonderlich künstlerisch begabt, aber das lernst du, mein Freund. Du wirst lernen, ein Künstler zu sein. Mit der Produktion und der Künstlerwerkbank. So, zack. Und, oh, 32 Minuten schon wieder. Oh, ich bin wieder voll drüber. Tut mir leid, Leute. Die Episode geht wieder viel zu lange. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, tut mir leid. An der Stelle muss ich leider jetzt meinen Cut machen, sonst dauert hier zu lange. Und ja, heute habe ich gar nicht so viel Zeit, leider. Aber trotzdem hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr weiterhin so fleißig am Zuschauen seid und ich vor allem auch Leute hier einbinden kann. Das macht wirklich sehr viel Freude. Beziehungsweise macht mir sehr viel Freude. Und ja, bedanke ich mich auf jeden Fall und ich hoffe mal, ja, wir werden hier noch lange überleben. Ich weiß, ich bin so ein bisschen langsam, was das Forschen angeht, aber wir werden bald hier bei der Forschung weitermachen, versprochen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung wir da gehen. Oh, Kakao, das klingt eigentlich auch wirklich toll. Aber man kann so viel machen, man kann in so viele Richtungen gehen. Ich würde auch so gerne in so viele Richtungen gehen. Auch mal so eine richtige Drogenplantage, so richtig schön, ja. Aber, ach, keine Ahnung. Wobei, Joints bauen geht, glaube ich, auch so. Werden wir mal schauen. Haben wir eigentlich das Bier da oben schon eingesammelt gehabt? Keine Ahnung, ob wir das Bier eingesammelt hatten. Naja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was und wenn es gefallen hat, Däumchen nie vergessen. Tschüss.